So, Hossa, nächstes Weihnachtsdankeschönchen. Was ist das hier? Sieht aus wie ein Zippo. Ist auch ein Zippo, ist aber kein Zippo-Feuerzeug. Und was total natürlich toll ist, eingraviert. Na, sei lieb, stell scharf, ein Mann im Wald. Das bin ich. Na? Das ist natürlich schön. Also so personalisiert ist natürlich, ja, das. Doch, 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 da freue ich mich drüber. Was kann das, was ist das, was tut das? Was mich auch sehr gefreut hat, muss ich sagen, fand ich jetzt irgendwie richtig cool. Der Saki hat auch so eins. Da steht Saki Survival drauf. Ich habe eins, da steht einmal im Wald drauf. Vielen Dank. jedenfalls, was ist da drin? Habt ihr vielleicht eventuell beim Saki schon gesehen, falls ihr zufällig das entsprechende Video geguckt haben solltet. Das sind so Wachszunderstäbchen. Die haben hier vorne schon mal eine recht aufgeflauschte Seite, kann man sich noch weiter aufreißen, wenn man das dann eben entsprechend möchte. Ist so ein Wattezeug und unten halt ein Wachsstick. Na, stell dich auf, sei lieb, gut. Eben entsprechend dabei. Und na, jetzt kannst du mich wieder scharf stellen. Hier haben wir dann noch das übliche Zippo, Entschuldigung, nicht Zimbo, Zündrädchen. Funktioniert nur in eine Richtung. Ja, so rum, genau. Und macht dann wirklich ordentlich Funken. Und ich habe mal geguckt, man kann das auch rausziehen. Und sieht dann, man kann dann den Zündstein, der da dran ist, nachschrauben, indem man hier an diesem Schräubchen dreht. Also das heißt, da muss also Zündstein drunter sein bis zum St. Nimmerleinstag. Also der kann einem gar nicht alle gehen. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz toll. Und man kann das natürlich auch im rausgenommenen Zustand dann auch nutzen, um eben da entsprechend Fünkchen zu erzeugen. Wenn man das also auf den Boden legen möchte und rumzünzeln, ich weiß es nicht, ob das besser funktioniert. Und wahrscheinlich kriege ich Ärger, wenn ich hier die Bude abfackel. Also wir haben unser Silvester, Quatsch, Silvester, unser Weihnachtsfeuerchen haben wir mit so einem Ding angezündet. Ja, funktioniert, wie man sieht. Also vielen Dank. Jetzt geh aus, brav, sei brav, danke. ja, und also entsprechend schon gut zum Einsatz gebracht. Es sind ja auch nur noch drei da. Ne? Ursprünglich passen hier vier rein ins Magazin, in den Container sozusagen. Und eben das entsprechende Rädchen. Und wahrscheinlich hätte ich gesagt, oh, die muss ich sparen, die muss ich sparen. Die darf ich nicht einfach so für sinnlose Weihnachtsfeuerchen einfach so raushauen. So kann man es auch schön montieren. Dann geht das, glaube ich, vielleicht sogar noch besser, als wenn man es einfach so in die Hand nimmt. Aber dankenswerterweise ist gleich noch eine Ersatzladung dabei. Das sind nochmal 8 Stück von diesen Wachszündern. Die brennen richtig, richtig, richtig lange. Also wir haben mit dem Ding allein, mit dem Zünder problemlos beim Schiedwetter ein Feuerchen entsprechend in Gang gebracht. Das hat gut funktioniert. Es macht einfach Spaß mit dem Ding da Feuer machen. Super hochwertig verarbeitet, also da gibt es gar nichts. Da entdecke ich keine einzige Kante, die nicht irgendwie schön abgeglättet wäre. Und wenn man schön zudrückt, dann ist es auch wasserdicht. Ne? Ist ein bisschen, klein bisschen, ein gewisses Gewicht. Ist aber auch nicht schlecht, dann weiß man wenigstens, dass man es dabei hat und spürt es in der Hosentasche. Aber ja, doch, 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 doch. Also ich bin sehr amused von diesem Ding. Schönes kleines Geschenkchen. Vielen herzlichen Dank. Und ich fülle es gleich nochmal auf, damit es dann auch immer bereit ist. Liegt auch jetzt seit neuestem im Rucksack als entsprechende Alternative zum Feuerzeug, was auch drin liegt. Aber man weiß ja nie. Und Zunder ist halt gleich dabei. Also schon praktisch. Danke!